So bunt und voller Geschmack war euer Mittagessen schon lange nicht mehr. Ich zeige euch heute, wie ihr die perfekte Burrito Bowl zu Hause macht. Mit ein paar frischen und auch ein paar weniger frischen Zutaten. Mehr Infos zu unserer Seite und den Link zum Rezept findet ihr in der Infobox. Ich bin mir sicher, viele von euch haben genau das gleiche Problem wie ich und eine angebrochene Packung Tortillas in der Küche rumliegen. Und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Aber für unser heutiges Rezept passt es perfekt. Aus den alten Tortillas machen wir nämlich die perfekten knusprigen Chips für unsere Burrito Bowl. Zuerst achte ich die Tortillas. Dann gebe ich sie in eine Schüssel, mache ein wenig Salz dazu und ein wenig Öl. Dazu könnt ihr auch eure liebsten Gewürze verwenden. Das ist ganz euch überlassen. Die Tortillas kommen jetzt in den Ofen. Die backe ich aber nicht, sondern ich nutze die neue Airfry-Funktion des IQ 700 Ofens von Siemens. Dafür gibt es sogar ein spezielles Blech. Da sind diese Löcher drin, damit die Luft richtig gut zirkulieren kann und die Tortillas richtig schön knusprig werden. Die sind jetzt fertig. Und? Aus weich? Macht knusprig. Für die Burrito Bowl brauchen wir natürlich auch Reis. Reis kochen ist aber irgendwie ein Problem für mich. Entweder er ist zu klebrig oder er ist zu trocken, ich weiß nicht, woran es liegt. Seit neuestem mache ich das aber im Ofen. Siemens hat sich dafür eine total gute neue Funktion einfallen lassen und ich zeige euch jetzt, wie die funktioniert. Dem Reis koche ich mit einem Lorbeerblatt, etwas Salz, ein wenig Pfeffer, einen Schuss Olivenöl. Das Ganze gebe ich dann in einen ofenfesten Behälter. Da müsst ihr wirklich drauf achten, ansonsten kann das Ganze schief gehen. Am Siemens IQ 700 Studio Line Ofen stelle ich jetzt einfach die Basmati-Reisfunktion ein. Und schon wird das Ganze von allein gekocht. Der Reis ist fertig. Mal schauen, wie er geworden ist. Und wie versprochen, nicht zu klebrig und nicht zu trocken. Jetzt mache ich die schwarze Bohnenpaste. Dafür solltest du auf jeden Fall die Flüssigkeit aus der Dose auffangen. Die brauchst du später, um das Ganze etwas cremiger zu machen. Dann schneide ich noch eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Das brate ich dann erst einmal mit etwas Olivenöl im Topf an. Dazu gebe ich etwas Kreuzkümmel und geräucherte Paprika. Dann noch etwas Salz und Pfeffer. Und das Ganze lässt du jetzt erstmal schön durchkochen auf Stufe 7. Dann schiebst du es mit der Power Move Pro Funktion auf Level 5. Da kann es erstmal richtig schön langsam durchkochen. Und für eine etwas cremigere Konsistenz zerdrückst du am Ende mit deinem Kochlöffel die Bohnen im Topf. In die Burrito Bowl könnt ihr natürlich tun, was ihr wollt. Ich habe mich für eine schnelle Guacamole entschieden und dazu mache ich noch einen kleinen Salat. Die Guacamole mache ich heute echt schnell und simpel. Einfach etwas Limettensaft, Salz und Pfeffer und das Ganze mit der Avocado in der Schüssel zerdrücken. Für den Salat habe ich sogar noch eine angeschnittene Paprika von gestern. Die bewahre ich im Siemens-Kühlschrank auf, der praktischerweise auch eine Hyperfresh Premium-Schublade hat. In der bleibt angeschnittenes Gemüse auch locker mehrere Tage frisch. Und dazu zwei Tomaten, etwas Mais, eine halbe Zwiebel und das Ganze würze ich am Ende nur mit etwas Salz, Pfeffer, ein Schuss Olivenöl und noch etwas Limettensaft. Das Gute an so einer Bowl ist es ja, dass man die sich individuell gestalten kann. Ich brate mir zum Beispiel ein Hähnchenfilet dazu. Aber du kannst auch einfach dein Lieblingsprotein nehmen, wenn du magst. Das Hähnchenbrustfilet lege ich jetzt bei Stufe 8 auf die Grillplatte. Da röste ich es richtig schön durch für 5 bis 6 Minuten auf jeder Seite. Und noch eine coole Funktion. Die Vario-Induktion-Funktion des Siemens-Kochfeldes sorgt sogar dafür, dass die komplette Grillplatte erkannt wird. Selbst wenn du also mal mehr Fleisch grillen möchtest, wird es an jeder Seite knusprig durchgebraten. Jetzt kommt der spaßige Teil, und zwar das Anrichten. Dafür nehme ich erst den Reis mit dem frischen Koriander. Die Koriander könnt ihr natürlich auch rauslassen. Ich weiß, manchen schmeckt es nicht so gut. Dazu gebe ich den Salat, die schwarze Bohnenpaste, die Guacamole, dann die Tortilla-Chips an der Seite und am Ende packe ich einfach das Hähnchenbrustfilet ganz oben drauf. Das runde ich ab mit etwas frischem Limettensaft, der sauren Sahne und der Chilisauce deiner Wahl. Ich muss euch ja nichts vorlügen, dieses Gericht braucht eine Menge an Geschirr. Deshalb werfe ich noch schnell den Siemens Geschirrspüler an und dann kann ich endlich essen. Mmh, die ist super lecker und da ist mega viel drin. Übrigens, so eine Burrito Bowl ist auch richtig gutes Lunch zum Mitnehmen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, macht euch ein bisschen mehr, stellt es in den Kühlschrank, die könnt ihr nämlich auch kalt genießen. Schreibt mir außerdem eure Inspirationen in die Kommentare, was ihr gerne in eure Burrito Bowl macht und welches Rezept ich als nächstes kochen soll.